Also mir geht es oft so, dass wenn ich reinkomme ins Office, dass ich ein Kribbeln spüre, eine gewisse Energie. Das meine ich, ist ganz ein spezieller Spirit, den wir hier haben. Das ist etwas, was wir bei vielen Kunden hören, wenn sie reinkommen. There is definitely a democratic spirit here. Egal, was es gibt, welches Problem es zu lösen gibt, es wird gemeinsam angegangen. Wir sind alle auf einer Augenhöhe, das heißt, es ist egal, mit wem man redet, ob es irgendwie jemand aus dem Team ist oder jemand aus dem Top-Management. This means that the leaders basically are there as facilitators of this cooperation rather than making this heroic decision. Dadurch, dass wir unser Management gewählt haben, haben wir nicht nur in der Philosophie den Bottom-up-Ansatz, sondern wir leben den auch richtig. Dass nicht Vorgesetzte Befehle erteilen und das irgendjemand ausführt, sondern dass effektiv das Unternehmen getragen wird von den Mitarbeitern. Das heißt, wir können strategisch mitplanen und das ist eigentlich das Spannende. Es gibt natürlich jedem Freiheiten, sich auszuleben, sich einzubringen, aber jeder weiß auch, dass er wichtig ist im Unternehmen und dass es auf ihn auch letztlich drauf ankommt. Unternehmertum ist sicherlich ein großes Thema bei uns, dass wir selber eigentlich wie kleine Unternehmen hier agieren und damit auch die entsprechenden Freiheiten und auch Verantwortungsmöglichkeiten bekommen. Ich kann sehr, sehr selbstständig arbeiten, ich kann sehr eigenständig Ideen entwickeln, die sie dann auch umsetzen. Da steht eine wahnsinnige Energie, die uns nach vorne bringt ohne Ende. Du arbeitest, um die Welt zu verändern. Du arbeitest, weil du an eine Sache glaubst. Die Arbeitswelt wird sich verändern, sie verändert sich im Moment und wir sind mit unseren Kunden dabei und schaffen ein Umfeld, in dem Mitarbeiter sich einbringen können und den Erfolg des Unternehmens gestalten. Ihr Blechdoktoren und Motormagier, die ihr schleift, schweißt und repariert und ordentlich Fahrt ins Unternehmen bringt. Ihr Gesundheitshüter und Gutgeister, die ihr hegt, pflegt und beisteht und den Kreislauf unserer Wirtschaft in Schwung haltet. Ihr an den Mannbringer und alles Überzeuger, die ihr kommuniziert, präsentiert und argumentiert und all die Energie in eure Aufgaben steckt. Ihr Neudenker und Wissensschwämme, die ihr lernt, probiert und besser macht und damit frischen Wind in jedes Unternehmen bringt. Ihr Bit-Dompteure und Terabyte-Flüsterer, die ihr programmiert, installiert und strukturiert und damit viele Prozesse auf Erfolg kodiert. Ihr Hypothesenmacher und Ideenentdecker, die ihr fragt, forscht und findet und schon die richtigen Entscheidungen trifft, wenn das Management noch nicht mal das Problem erkannt hat. Ihr unverzichtbaren Köpfe, ihr tatkräftigen Hände, ihr Mitarbeiter und Kollegen. Danke dafür, dass ihr mehr seid, dass ihr mehr gebt, mehr macht, mehr wollt. Danke, dass ihr Unternehmen erfolgreich macht.